Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Und ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden. Ich hab's. C ist online. Aha. Einigermaßen gut überstanden. Ich bin wieder genesen. Dank ganz vielen Kaffee-Intusses. Ja. Jetzt muss nur noch Daniel seine Stimme wieder kriegen, dann können wir auch weitermachen. Und sonst waren die Tage eher ruhig, weil ich feiere ja an sich kein Weihnachten. Aber Spaß hatte ich trotzdem genug mit meinen Leuten. Meine Sau. Aber ihr seht, ich wurde gedroht, in Anführungszeichen. Ja, Chris, von dir, Penner, dass ich dieses Parodius, das ich nicht aussprechen kann, und das ist ekelhaft, doch auch mal machen soll. Oh ja, mein Gott, und da dachte ich, die auf die drei Teile, da machen wir es halt mal nebenbei. Ach, Chris, ich hasse dich dafür. Ey, so ist das Goku-Yo-Parodius ausgegangen. Ach Gott, es ist eindeutig noch viel zu früh. Ich muss auf Arbeit. Was soll es? Bla 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 steht hier. Das heißt so viel wie später. Sony Toyota. Fukushima Mitsubishi Subaru, keine Ahnung. Ich kann kein Japanisch. Ich erwarte hier auch wieder wunderschöne Musik. Flugzeug! Hey, mein Pinguin! Ah, das heißt, den kann man wieder spielen. Ah, der verräterische Oktopus. Der Penner. Das ist, glaube ich, der Vorgänger von Sexy Parodius. Was zum Teufel? Aber egal. Bla 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 bla. Hör auf zu brüllen. Wie gesagt, ich hab. Oh Gott, das ist so furchtbar. Das ist so kitschig. Ich hab's, oh Gottchen, die erste Level halt mal wieder gemacht, um zu gucken, was es da so gibt. Und dann wird's halt wieder komplett blind. Und es gibt sehr verdammt viele Charaktere. Und ich möchte heute, also ich. Mich reizt natürlich mein Pinguin wieder. Aber ich wollte jetzt eigentlich mal wieder einen anderen nehmen und meine Sau ist hier gar nicht, fällt mir gerade auf. Ich entscheide mich jetzt mal für Takuhiko. Für den bösen Oktopus. genau. Wie auch immer. Und ich muss speichern. Ich habe auch schon so viel gemacht. So. Ja, wundert euch nicht, wenn ab und zu mal dieser komische Moderator da hinten quatscht. Aber den kann man leicht ignorieren. Da war bam 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 bam. Nein! Jetzt hab ich dich vergessen. Da bleiben. So, jetzt ist der Dezember auch bald überstanden. Nur noch Silvester. Das wird auch so ein furchtbarer Tag. Ich seh's schon kommen. Was zum Teufel? Angst? Große Angst? Einen Keks und einen Kaffee für denjenigen, der dieses Lied errät. Ich hab's erraten. Wobei das eigentlich nicht wirklich schwer ist. Das ist so toll. Und dieses Ripple, oder wie das Ding nochmal hieß, ist von diesem komischen Oktopus sehr praktisch. Das hat voll diesen Radius, sehe ich gerade. Nett, gefällt mir. Die kann man nicht erschießen, das gefällt mir nicht. Dieses komische Ding im Kochtopf, weil ich mal schnell. Der schmeißt mit CDs, nicht schön. Was zum Teufel? Mein Gott, Sky bringt mich heute noch um. Ich erschrecke hier noch. Dammit. Langsam wird es mir doch hier etwas zu voll. Ich hab's geschafft. Sorry für den Lag. Ich hab auch keine Ahnung, warum das ist. Nein, ich hab vergessen, die zu erschießen. Dammit. So. Update!
Ah, das ist cool, dass dieser Schuss. Ich mag den Oktopus. Was zum Teufel? Oh Gott. Affen! So, oh Gott, und das ist die erste Level. Hier ist schon viel zu viel auf dem Bildschirm. Was zum Teufel? Ein jonglierender Weihnachtsmann. Der jongliert mit Fleisch. Ach, du grüner Penis. Oh mein Gott. Das lädt jetzt gerade ein bisschen. Was zum Teufel? Roulette? Ach, dammit. Nein! Auch kein Roulette. Mein Zeug ist schon gut genug. Oh. Alter Schwede. Ja. Oh Gott. Jetzt kann ich sie auf einmal erschießen, oder was? Nee. Nee. Hinfort mit euch. Tod und alles umfassender Hass. Den Boss dürftet ihr sogar noch kennen. Von Gokuyo. Lasst euch überraschen, was ist das denn? Der da, der ist ja richtig cool. Solche haben wir in der Stadt auch. Bei uns. Genau das würde ich auch manchmal mit denen machen. Aber ich bin ja ein lieber Kerl, deswegen mach ich das nicht. Ich nehme die Gitarre. Ich hab gleich drei Baby-Oktopusse. So. Das ist jetzt noch nicht wirklich der Boss, das ist die Vorstufe davon. Ihr seht dann schon, wer der Boss ist. Auf jeden Fall ist das Ding hier im Moment noch ziemlich einfach, aber das ist ja auch der erste Boss. Na nee. Ich nix japanisch. So. Na, kennt ihr noch? Unsere tolle Frau. Oh nee. Dafür werde ich wahrscheinlich jetzt wieder leiden. Am nächsten Mal, wenn ich hingehe. Aber die hört sich halt auch so an, wenn sie spricht. Quack, 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 quack. Was? Ja. Das ist schon mal. Ach scheiße, ich habe keine Tailgun. Ja, schießt eine scheiß Noten. Quark, quark, quark. Oh, ich glaube, es ist unzulässig, wenn ich das mache, oder? Nein, nicht mal. Das hat gerade was gebracht, du dober Vater. Na komm, stirb einfach. Bleib stehen. Ich hoffe, das macht jetzt nichts, wenn ich jetzt... Ah, sehr gut. Noten kommen gar nicht bis zu mir. Eieieiei. Gut, dass ich damit Fischen um mich schmeiß. Ah. Höschenzeit mal wieder. Safe. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? Okay, geht. Wow. Das ist cool. Geht noch. Nicht, dass ich schon wieder zu spät auf Arbeit deswegen komme. Als ich versucht habe, das meinem Chef zu erklären, hat er eigentlich nur gesagt so... Ja, wie auch immer. Der hat es jetzt nicht so ganz gefeilt. Hat ihn auch nicht wirklich gestört, aber... hallo? Das war jetzt aber nicht nett. Ja, kommt, gebt mir Gegner. Glocken. Oh, der Moderator könnte mal die Fresse halten. Was soll das, was ich nicht verstehe? Ha, diesmal nicht. Was zum Teufel. Ja, wie gesagt, also das ist gerade ziemlich obskur und ab hier ist es ja blind in der Level und irgendwie denke ich mir gerade, what the fuck. Ja, wow, genau. Wieso schießen diese zwei sich liebenden Moais in... Was zum Teufel? Exhibitionistischem... Oh mein Gott. Ja, es ist schön zensiert. Oh mein Gott.
typisch Japan. Nackte Moais. Schon wieder eine Frau. Ich bin nicht so gemein. Ich wollte es echt lassen. Ah, Megafon habe ich sogar verstanden. Ist immer nett in der Schule. Ah! Ey, Leute, hier in Skype. Ich glaube nicht, dass man das in meiner Aufnahme sieht, aber ihr erschreckt mich ganz schön mit euren scheiß Fenstern. Außerdem sehe ich die Gegner unten rechts nicht. So. Was zum Teufel? Was machen die da bitte mit dem? Rape! Peng! Scheiße, ich sollte mal aufpassen, wohin ich fliege. Der schaut mal einmal so einem Pinguin-Rape zu und dann. Was passiert? So, Tailgun. Ah, oh, scheiße, jetzt habe ich keinen Ripple mehr. Naja, ich hole mich jetzt einfach wieder. Rape! Nehmt ihn gewaltsam von hinten. Okay. Ah, okay, jetzt sollte ich mal wieder besser hinschauen, was ich mache. Ha, ha, ha! Shut, genau. Hast du Sushi für mich? Yum, yum, yum. Oh, Sushi. So, Ripple! Ah! Oh, ich liebe diese blauen Dinger, die sind manchmal so praktisch. Ah. Was zum Teufel? Schultasche. Ich erwarte einen Schulmädchen-Boss. Und ich erwarte Gnade. Das war jetzt böse. Nee, nee, nee. Ich wurde von einem Füller aufgespießt. Die Schultaschen sind bestimmt nicht nett. Was zum Teufel? Pura Ass. Du da unten nervst. Oi. Gestern war ich auch wieder in Windsegeln unterwegs, die durfte ich dann mittlerweile ja kennen. Sie ist nur irgendwann spurlos verschwunden, dass ich mal kurz im Shisha-Café war. Keine Ahnung, wo die hin ist. Was zum Teufel? Aber von der kommen noch sehr lustige Videos, das kann ich euch garantieren. Sei es Videoclips von, im Real Life von mir oder... ihr derzeitiges Projekt, was ihr gerade macht, was ich euch nicht verraten werde. Hahaha. Aber es wird sehr lustig. Das war nicht sehr lustig. Sag mal, wie lange dauern die Levels denn hier? Fällt mir... Ach Gott! Horaniac, mein Herz! Ich glaube, nächstes Mal mache ich Skype echt zu. Was zum Teufel? Der ist mir lieber. Fee! Gibt viele Punkte. Tod in Moais! Was bist du, ein Schiedsrichter? Kann man dich auch kaputt machen, bitte? Nein. Gut. Yes. Wieso erinnert mich die an meine alten Lehrerin? Uah! Scheiße, ich hab meine Tailgun nicht mehr. Okay, wenn ich Tailgun hatte, habe ich dieses geile Ripple nicht mehr. Pest oder Cholera? Gott! Nicht wundern, wenn ich jetzt vielleicht nicht so viel rede, aber ich, das fällt jetzt gerade nicht so auf. Aber ich hatte bis jetzt nur eine Tasse Kaffee. Und das ist eindeutig viel zu viel. Scheiße. Und viel zu wenig. Was zum Teufel? LOL! Entschuldigung, dass ich euch gestört habe. Oh mein Gott. Na, sag mal, wie lange dauert diese Level denn noch? Ich sollte mich mal langsam fertig machen.
wirklich wenig. Ah! Ach du Scheiße. Ach du nein, das war ja mal wieder. Epic. Uah. Gut, dass es einen Rewind-Button gibt. Gut, dass ich laden kann. Gut, dass ich jetzt volle Möhre in DRA geflogen bin. Gut, dass ich jetzt. Ach, scheiß doch drauf. Danke. Bitte stirb. Nicht ich, du Trottel. Ah, ihr macht mich fertig. Hi. Ich, irgendwie sehe ich, dass dieser Boss ein Schulmädchen wird. Wenn nicht, bin ich schwer enttäuscht von euch, Konami. Schrägstrich Japan. Sporthalle. Schuss, 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 Schuss. Ja, Moderator, reg dich auf. Könntest du zum Teufel. Ja, oh Gotti. Kann ich dich einsammeln? Nein, ich will jetzt wissen, ob man den einsammeln kann. Nein. Oktopus und Hund vertragen sich scheinbar nicht so ganz. Oh Gotti. Knuddeln will. Was zum Teufel. Toll. Pinkel da einfach an diese scheiß Kiste. Hey. Oh Gotti, wie romantisch. Sich Bäume als was zum Teufel. Ah! Oh, wie allein da sitzt. Ich komm zu dir. Komm, ich habe auch so eine perfekte geformte Schnauze. Sack, sack, sack. Oh Gott. Was ist das? Ein Kuchen? Oh mein Gott. Hikaru Akane. Ein Schulmädchen! Ich bin nicht enttäuscht. Bis zum Teufel. Schön. Darf ich draufschießen auf die Brüste? Gott, was sind das für Ohrringe? Ah, komische kleine Männchen. Die fallen Flöhe vom Kopf und die greifen mich an. Oh, tatsächlich. Ja. Was ist denn das jetzt? Superhelden-Moais im Mini-Format. Ach, komm, bitte stirb einfach. Ich mag dich nicht. Ist mir unsympathisch. Wie man es gerade eben feststellen konnte. Blöde. Tussi. Aha. Sag mal. Dislike. Die fliegen so. Okay. Das heißt, der erste kommt, fliege ich nach vorne. Perfekt. Na komm. Ich muss doch noch in die Dusche. Danke. Oh, Träne. So, Leute, das war der erste Teil von blub, Harodius. Und wahrscheinlich auch der letzte, den ich spiele, weil sonst drehe ich noch durch. Und ja, ich muss jetzt in die Dusche und dann auf Arbeit. Deswegen mache ich jetzt hier einen Cut. Und ich denke, wir sehen uns bald wieder. Lebet wohl.